Liebe Checker-Freunde, liebe Car-Street-Performance-Freunde und ja. Und liebe Stage, Freunde von Martin. Hier, genau. Martin. Stage 4 haben wir gerade diskutiert, ist so. Ladeluftkühler. Genau, Wagner Ladeluftkühler verbaut. Seht ihr hier vorne, weiß ich, Martin, vielleicht kann ich mal herkommen. Ihr seht hier unten den Ladeluftkühler. Da haben wir hier die Thematik, dass hier das erste Drittel verklebt ist. Da kommen wir aber später noch dazu. Zum Ladeluftkühler verbauen müssen wir Stoßstange wegmachen. Also das heißt, wir haben ein bisschen Vorarbeit, um die ganze Verrohrung nachher zu verlegen und den auszubauen. Jetzt würde ich sagen, Mario, gehen wir mal ab. Packen wir das Ding mal aus, oder? Packen wir mal aus, oder? Packen wir mal ich aus. Ich nehme das Mikrofon mal mit. Ja, lass uns das immer hören. Wollen wir mal schauen. Oh, kriegst du Gänsehaut, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, es ist wie Weihnachten und alles zusammen, ne? Das ist mal was, ne? Ja, das sieht doch gut aus. Das sind mal ein paar Rohre, ha? Wir werden noch schnell einbauen lassen. Das wollen wir mal in den Kühler selber anschauen. Das wissen wir. Auf jeden Fall, wenn man so guckt, mal viel, viel größer. Ne? Viel größer. Das wird schon ein Stück, ne? Ja? Ich sagen, legen wir mal los. Ja? Fangen wir an zu bauen. Ihr werdet immer wieder mal zwischendrin so ein paar Schrauber-Skins bringen, ja, genau. Wenn es ihr nicht entsteht. Bis gleich. Ciao. Safe, bereit? Bin bereit, ja. Also Mario, kommen wir zum Thema Stoßstangen entfernen für den Ladeluftkühler. Wir haben, wir sind, müsst die Scheinwerfer rausnehmen müssen, aber da kommen wir gleich dazu. Jetzt kommst du auch schon mal zu mir. Hier im Rathaus sind jeweils zwei Schrauben und Clips. Und Martin flüchtet. Hier entfernen, hier unten Clip entfernen. Dann könnt ihr hier quasi schon zeitlich aus der Führung die Stoßstange rausziehen. Ganz wichtig, Scheinwerfer, Reinigungsanlagenabdeckungen auf beiden Seiten. Hier oben sind fünf Schrauben und Clips, die müsst ihr entfernen. Dann habt ihr hier oben komplett lose. Scheinwerfer sind 2x30 Torx. Und der Stecker, Mario, komm schon mal her. Wenn die entfernt sind, kommt ihr hier an diese Bolzen. Das sind quasi so Art Entriegelungsbolzen. Die drückt ihr jetzt nach unten und dann ist die Stoßstange los. Das heißt, die ziehen wir uns mal raus. So, dann ist wichtig, dass man auf die Stecker achten, die ihr ausstecken müsst. Ich weiß nicht, spätestens im Auto Stecker. Das heißt, ich habe einen Stecker. Für das Nebelscheinwerfer, oder? Genau, jetzt mal ja. Montiert. So. Zack. Stecker ausgesteckt. Das heißt, wir legen die Stoßstange vorsichtig weg. Was drüber. Genau. Das würde ich jetzt so nicht tun, weil sonst jetzt ein bisschen los. Mal zu mir rüber. Wir haben hier den Ladeluftkühler, den Original-Ladeluftkühler. Und wir haben hier einen Teil am Eingang abgedeckt. Da sackt fort oder geben Sie Preis und sagen, es würde daran liegen, dass sich da teilweise Kondenswasser bildet. Und dann, wenn es dementsprechende Temperaturschwankungen gibt, dass es da zu Rissen oder Brüchen kommen kann. Ich glaube das nicht. Woran es wirklich liegt, das wissen wir wahrscheinlich alle nicht. Aber einfach mal, dass ihr das seht, was Ford da gemacht hat. Wenn man das wegmacht, gibt es wohl Probleme mit der Garantie, nur als Hinweis. Das heißt, das am besten so lassen, wie es ist. Das schreibt auch Ford vor, dass es dranbleiben soll. Jetzt würde ich sagen, bauen wir das Ding aus und dann geht's weiter. Wir haben hier einmal den Original-Ladeluftkühler mit dem, wie schon erwähnt, den ersten Drittel abgeklebt. Und ihr seht hier, wie stark der Ladeluftkühler ist. Wenn man jetzt mal den Vergleich den Ladeluftkühler von Wagner nimmt. Doppelt so breit das Ding, ne? Er ist zwar deutlich schwerer, das muss man sagen, aber er ist natürlich auch vom Volumen her wahrscheinlich schon, wie du auch sagst, über dem Doppelten. Und was auch ganz besonders ist, Mario, komm mal her. Schau mal hier rein. Ah, das ist so doppelt? Ja, genau. Ihr habt hier drinnen eine Platte oder quasi eingeschweißt ein Bauteil, das quasi dafür sorgt, dass die Luft gleichmäßig verteilt wird. Das sind Verwirbelungen genau, stattfinden. Das heißt, er verteilt es einfach sauber über die gesamte Fläche, was ihr serienmäßig natürlich nicht habt. Wenn wir gerade mal hier reinschauen, da ist gar nichts. Ja. Und die Rohrführung ist natürlich, wenn du mal herkommst, Mario, wenn ich das so vergleiche, ja, durch diese Verteilung, weil die drinnen gewölbt ist, es ist hier einfach sauberer gearbeitet. Das heißt, der Luftstrom kann besser, quasi durch den Ladeluft, geht besser durch den Ladeluft. Mehr Luft, mehr Leistung. Punkt um eins das und Punkt um zwei auch strömungsbedingt natürlich hier deutlich besser. Er verteilt sie auch gleich.
auf den gesamten Ladeluftkühler und hier strömt Luft einfach schon mal rein und weiß gar nicht wohin. Mhm. Ja? Kommen wir schon hier rüber. Wir haben hier den Ladedrucksensor, den müssen wir jetzt noch umbauen. In dem Fall würde ich sagen, das ist eine Torx 25 oder Torx 20. Ausbauen, hier einbauen. Hier draufsetzen. Und dann gehen wir ab zurück ans Fahrzeug und verbauen die Ladeluftschläuche. Da kommt er jetzt noch. Ihr seht, der Originalladekühler war vorne links abgeklebt. Das habt ihr vorher schon besprochen, warum Ford das macht. Der neue ist es nicht. Hat über die doppelte Fläche oder die doppelt so großes Volumen wie der alte. Die Ausgänge sind größer. Das heißt, wir hoffen, dass wir dadurch mehr Leistung generieren können, weil der Durchfluss besser ist und weil er natürlich kühlere Luft bekommt. Also ich bin ja gerade schon gefahren, Herr Fuss. Ja, hast du schon gelaufen? Ich noch nicht, ich bin noch nicht gefahren. Ja. War der Mario wieder schneller? Ein Tick schneller, ja. Ja, ja, das war unser Stage 4. Ja, was ist Stage 5? Ja, also ich weiß, Schaltwegsverkürzung kommt als nächstes. Und? Also, Drehmomentschütze. Genau. Ja, das machen wir im nächsten Video. Ja, das war's. Wir sehen uns morgen. Ciao. Bis dann, ciao.